ProbierTV im Bierlovers in Wien und heute werden neue Biere von Schleppe vorgestellt. Die Vereinten Kärntner Brauereien haben die Schleppe-Brauerei ja nicht zu neuem Leben erweckt, aber neu positioniert. Und bei mir ist Manuel, der Braumeister, der verantwortlich dafür ist, dass es neue Biere von Schleppe gibt. Manuel, wir kennen das Märzen, wir kennen das Fastenbier, wir kennen auch den Bock. Was gibt es jetzt für 4 neue Biere von Schleppe? Wir haben im Prinzip 3 neue Biere. Ein Bier haben wir ja schon seit 1,5 Jahren im Sortiment, das Schleppe Nummer 1. Und wir haben jetzt zusätzlich noch einen Weizenbock kreiert, ein Imperial IPA und eine kreative Spezialität, die nicht irgendwo zuordnenbar ist, das Belle Saison. Jetzt sind das ja 4 Bierstile, die so in das Konzept Märzen, Bock und auch das Fastenbier nicht so wirklich reinpassen. Das sind jetzt so mal internationale Bierstile, die man eher so in der handgebrauten Bierwelt finden. Ist das so der neue Weg der Schleppe-Brauerei? Gibt es die Märzenbiere, die Fastenbiere und das Bock weiter oder positioniert man sich jetzt komplett neu? Nein, es wird auch die traditionellen Biere weiterhin geben, aber wir wollen auch diesen Weg einschlagen und zeigen, was wir an Braukunst in der Schleppe-Brauerei zu bieten haben. Ich finde es sehr angenehm, weil ihr sagt nicht, dass ihr eine Craft-Bier-Brauerei seid. Das ist ja ein Begriff, wo dann wieder Diskussionen losgehen würden. Ihr nennt euch Kreativbrauerei, handcrafted. Für die Schleppe-Brauerei jetzt nicht kennen, welche Größenordnung habt ihr und wie automatisiert seid ihr tatsächlich? Also wie viel ist tatsächlich handcrafted? Wir sind ein teilautomatisierter Betrieb, also es sind viele Schritte, die wir noch mit der Hand machen müssen, vor allem die Abfüllung, die Etikettierung wird alles per Hand gemacht und lediglich das Sudhaus, die Temperatursteuerung, die ist dann schon automatisiert, weil es einfach doch sicherer fürs Produkt ist. Jetzt hast du gesagt, dass das Nummer 1 gibt es ja schon länger am Markt. Du hast mir vorhin erzählt, ihr habt 2 Jahre lang dran gebastelt am Rezept, bis es dann tatsächlich soweit war. Wie sind denn so die ersten Erfahrungen? Kärnten ist ja jetzt, sag mal, keine Metropolregion. Wie reagiert denn also der klassische Märzenbiertrinker tatsächlich auf jetzt ein Pale Ale? Wird das angenommen oder sind da Berührungsängste doch groß? Berührungsängste. Wir haben schon gewusst, das war auch der Grund, warum wir eher als Kreativbrauerei auftreten wollen. Also die Schleppe-Brauerei war ja schon bekannt mit ihren Spezialitäten, aber nicht jeder in Kärnten hat mit dem Begriff Kraftbier von Anfang an das anfangen können. Und da haben wir gesagt, wir müssen da behutsam vorgehen, gemeinsam mit dem Biertrinker etwas lernen. Und mittlerweile, muss man sagen, sind wir schon sehr weit gekommen und der Biertrinker wird immer offener für neue Wege. Ich habe vorhin das Belle Saison probiert, habe mich beim ersten Schluck echt wirklich erschrocken, also nicht im positiven Sinne, weil ich hätte nicht erwartet, dass es so bitter, so hopfig ist. Hat sich dann im zweiten oder dritten Schluck dann auch wieder gegeben. Schlankes Bier, aber doch auf einer sehr hopfigen Schiene unterwegs. Wir haben das Pale Ale angesprochen, das Imperial IPA Weizenbock. Ist das jetzt die sag mal, bei den kreativen Bieren, ist das die neue Schiene, auf die ihr euch beschränkt oder werdet ihr saisonal dann auch Spezialitäten noch ergänzen, je nach Jahreszeit? Für uns ist das einmal ein erster Schritt. Wir glauben, dass wir damit sehr gut aufgestellt sind und wir haben aber noch weitere Rezepte in der Schublade und tüfteln immer wieder. Also meine Brauer und ich, wir sind da gemeinsam sehr kreativ unterwegs. Es wird auch immer wieder Versuche geben mit Holzfass gereiften Bieren, okay, und so weiter. Also da haben wir schon einiges im Portfolio noch. Und jetzt das Allerwichtigste, wo wird es die Biere zu kaufen geben? Wir sind hier im Bierlovers, ich gehe mal davon aus, dass es hier zu haben sein wird, aber auch im Lebensmitteleinzelhandel? Wird es auch geben, ja. Also es gibt auch der Lebensmitteleinzelhandel, hat sich schon ein bisschen mit dem Thema Kraft-Kreativbieren beschäftigt, aber vorzugsweise Gastronomie, Bierstores, auch Internetportale. Also da ist man mittlerweile sehr breit aufgestellt und da gibt es auch wirkliche Kenner der Szene. Und ganz wichtig, glaube ich auch, ihr habt einen Store in der Brauerei, wo man vorbeikommen kann und die Biere auch einfach mitnehmen kann. Wir haben einen eigenen Store, sowohl in Klangfurt als auch in Villach bei der Villacher Brauerei. Und da wird man das gesamte Sortiment ausfassen können. Das heißt, wenn ihr in Kärnten unterwegs seid, vielleicht das Wetter im Sommer nicht so gut ist, mal einen Regentag habt, dann habt ihr einen guten Grund, bei der Schleppe-Brauerei vorbeizuschauen. Zumindest die 4 Biere gibt es. Vielleicht gibt es auch schon die erste saisonale Spezialität. Manuel, ich sage danke und freue mich auf alles, was da noch dieses Jahr kommt. Danke. Dankeschön. Ciao.